Ob Bioenergiezentrum, Solarpark oder auch der Solarberg. Seit Jahren baut die Infra den Sektor der erneuerbaren Energien in und um die Kleeblattstadt aus. In ihrem Netz werden mittlerweile mehr als ein Drittel der 66.000 Haushalte mit grüner Energie versorgt. Und das auch durch die Unterstützung der Bürger. Uns ist es wichtig, nicht einen Großinvestor zu haben, der auf einen Schlag 5 Millionen herlegt, sondern wir wollen die breite Öffentlichkeit an dem Erfolg beteiligen und das möglichst langfristig auch. Und insofern ist die Idee mit der Bürgerbeteiligung jetzt zum zweiten Mal geboren worden. Bereits 2013 wurde den Kunden ermöglicht, sich an der Energiewende vor Ort zu beteiligen. Damals konnte die Infra in nur 3 Tagen 5 Millionen Euro für das Projekt Erneuerbare Energien gewinnen. Das Resultat der Investition, der Solarpark bei Kirchfembach. Neben zum Beispiel dem Bioenergiezentrum bei Kadolsburg versorgt er die Haushalte mit grüner Energie, die auch noch regional ist. Also wir haben in Fürth weder Öl noch Kohle noch Gasvorräte, sprich wir können in Fürth nur erneuerbare Energie produzieren und das zusammen, das sichert die Energieversorgung aus der Nähe. Ich möchte nämlich weder abhängig sein von einem Atomkraftwerk noch abhängig sein, dass an der Nordsee alles funktioniert, was man hier erzeugen kann, ohne Riesenwege, das ist das Beste. Und das Beste soll noch verstärkt werden, denn in Fürth hat man ehrgeizige Ziele. Der Gesamtverbrauch aller Stromabnehmer aus Fürth soll bis 2021 zu einem Viertel aus erneuerbarer Energie gedeckt werden. Dafür müssen neue Konzepte her, die dann durch die Bürgerbeteiligung finanziert werden können. Ein konkretes Projekt wie 2013, den Solarpark, gibt es diesmal nicht. Ideen hat die Infra aber. Und eins haben sie alle gemeinsam. Sie stehen unter dem Motto Grünes Fürth.